Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Madagaskar. Der Tim ist heute wieder mit dabei. Leider Hallo. Sitzt er nicht neben mir, sondern am anderen Ende von der Stadt, wo wir wohnen. Jetzt hätte ich es fast verraten. Oh, ich hätte es fast verraten. Das hätte mir richtig gar nicht gefallen. Aber das ist ja auch egal. Also Tim, falls du die letzte Folge nicht geguckt hast, wir sind jetzt auf dem Frachter Richtung Madagaskar. Ja, das hast du jetzt ja nur mal für die Zuschauer, die letzte Folge nicht gesehen haben, gesagt, weil ich bisher auf jeden Fall Ja, kurzer Film. Well, Marty, I hope you're happy now. Maybe I am happy. Maybe this is the good kind of capture, where they take you to exciting places and shower you with gifts and sing songs. Why you always have to be so negative, Alex? Oh, right. The good kind of capturing, yeah. This is the most palatial crate I think I've ever been stuffed into. Sure feel sorry for those poor saps and coach. Look, I don't remember twisting anybody's arm to come with me on this quest. Could you guys please cut it out? This is not helping my sciatica. Would you guys quit belly aching? Let's just try to stay positive and proactive. Here, I know. I spy with my little eye something dark. Oh, that's just great. Shh, but I... What was that? Well, it definitely wasn't me. So, jetzt sind wir bei den Pinguinen. Jetzt reden die. Let's proceed to our next objective. And what is our next objective, Skipper? You're a step ahead of me, soldier. Hijacking this boat to Antarctica is looking like a plan. Anyone else have an idea? I personally would consider overthrowing the ship's captain and crew as well. Yeah, that's kind of what I meant by hijacking, Kowalski. You boys stay here and hold the fort. Ach, wann geht's denn los? I'll let you know when it's okay to move up. You scout ahead to find a rendezvous point. Then call us up. Ah. Ja, ja, es geht los. Wir sind jetzt die Pinguine. Was können die? Alright. Rutschen. Just got to remember my hand-to-hand combat training here. First I'll need to slide into the sailor by pressing the attack button. Then once he's down, pressing the attack button again will knock him out. Der Dialog schlechthin gerade, tut mir leid. Nein, der hat gerade erklärt, wie ich den Typen hier kalt mache. Ich muss erst sliden, den Attack-Button drücken zum Sliden. Dann muss ich den Attack-Button nochmal drücken. Blöde, raffiniert. Oh, jetzt habe ich die Matrosen umgelegt. Brutal. Moment, was will das jetzt? Medikit? Nein, es ist langweilig, wenn ich die ganze Zeit kommentiere, was ja einfach. Ja, ja, das ist. Also ich erzähle mit nur der Grund, du musst das jetzt nicht. Sonst wird das ein bisschen unnötig für jeden Zuschauer, ey. Dann können wir bald einfach nur Hörbücher machen. Ja. Hörbuch zu Madagaskar, das hat er gar nicht ausgedrückt. Allerdings nicht so gut. So, ich rate gerade, wie mein Passwort für meine E-Mail-Adresse. Das war's nicht. Nein, das auch nicht. Der Klassiker war es auch nicht. Sehr bedauernswert. Äußerst bedauernswert sogar. Ah, okay, ich hab grad einen Fehler gemacht. Bitte. Ich hab die Kollegen schon gerufen. Obwohl, Dings. Obwohl ich noch keinen Schlüssel hatte. Das hört sich gut an. Das hört sich nach einem Yashua an. Ja, Tim, dann erzähl doch mal was. Ja, ich erzähle jetzt sehr, sehr viel. Also ich würde jetzt gar nicht über LOL reden. Ich weiß nicht, was du eh gerade gerne quatscht, aber ich rede jetzt über LOL. Das ist ja nicht was irres los. Wir können auch kurz erst über den ganzen anderen Standard-Scheiß reden. Das heißt, der Scheiß, ich möchte euch mit euch. Es wäre schön, wenn ihr mir kurz zuhören könntet. Ja. Oh, ich wurde gefasst. Ja. Voll gefailt. Ich wollte gerade anfangen, mich über mein Leben zu erzählen. Ah, ja, dann erzähl ihm. Nein, du hast mir das Konzept rausgebracht. Nein, du hast mir das Konzept rausgebracht. Weißt du, ich kann jetzt momentan so laut sein, wie ich will, weil ich bin alleine zu Hause. Gut, die Tür ist ein bisschen offen, ich verpeilt hier gerade so ein bisschen. Aber meine Nachbarn sind, ja gut, die sind da, das ist mir jetzt egal. Ich kann so laut sein, wie ich will. Ich kann hier rumschreiben, wie ich will. Schön, ich habe sogar ein radloses Kopf-Headset. Kopf-Head wollte ich gerade sagen, das wechselt. Schon wieder, Alter, der dreht sich immer genau um. Ja, das ging nicht, aber das ist inkompetent. Mein absolut Lieblingswort, Inkompetenz. Inkompetenz. Ja, das dürfte so ziemlich die halbe Menschheit beschreiben. Das tut mir sehr leid, wenn ihr das gerade im Hintergrund gehört habt. Das war wie ein Deo auf meinen
auf ein Schweizer Taschenmesser fiel und das mein Nasenspray fast kaputt gemacht hat. Was dazu? Da war schon der Film reif gerade. Muss ich den Typen jetzt umlegen oder nicht? Ich glaube, ich muss den gar nicht umlegen. Ich bin schon wieder an derselben Stelle, so irgendwie. Ich tröte jetzt einfach mal. Was passiert da? Looks like we're going through the pipe. Come on, Hut! Oh toll! Ich hab's voll falsch verstanden, was ich hier machen muss. Aber das macht ja nichts. Guck mal da hoch. Okay, das ist sehr spannend, Tim. Ja, ich höre nur, wie du im Hintergrund ganz halt fluchst, wie du scheiße bist, weißt du. Immer wenn ich mit dem Joshua Lord spiele, zum Beispiel Supporter oder so, am Ende des Spiels habe ich meistens mehr Schaden gemacht, also meistens hat er mehr Schaden gemacht, weil Endgame Supporter ist ein bisschen mehr schwer Schaden zu machen, vor allem wenn ich meistens meinen Mains sind Lux und Karma, einfach zwei richtig geile AP Supporter, vor allem Lux ist das, und Karma sind einfach solche, die machen Tons of Damage! Die machen wirklich Tons of Damage. Also, und dann Early Game immer ich so 5-0, 6-0 und mein ADC feedet, das ist so Standard. Vor allem mit Richard. Richard mit Richie zusammen spielen. Alter. Ja, das wird schon. ja, das kriegen wir schon hin. Hat. Läuft das bei dir? Ja, klar. Bringst du gut, das musst du machen, egal. Passt schon, ich vertraue dir, dass du das gut hinkriegst. Ah. Oh, this is gonna be sweet. Ja. Ich bin jetzt hier so ein großer Kran und muss Leute einsammeln und über Bord werfen. Richtig witzig. Musst du Asylbewerbung annehmen. Ah, kann ich die auch da rein tun? Ja, ich kann die auch da rein tun. Ist ja richtig lustig. Ich stelle immer wieder fest, dass das Spiel überhaupt nicht mehr gewaltverherrlicht ist. Ja. Es ist immer so eine Sache von. Früher waren irgendwie das mit den Altersfreigaben so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe letztens ein Spiel gefunden, so ein Kinderspiel, ich weiß nicht welches es war. Ich glaube, Abdeck die Hecke, da flucht so die alte Frau richtig schlimm rum. Beleidigt ja. Alle. Und das war Altersfreigabe irgendwie ab 6 oder so. Ja. Ich weiß ja auch nicht. Und dann gibt es hier so andere Spiele, zum Beispiel Jet Simulator war ab 12, weil man da so zwei Pixel im Hintergrund abschießen konnte, die offiziell Panzer waren. Also, ich weiß nicht, wer das von euch gespielt hat oder so. Es gab diese Minecraft-Simulation. Ich hatte das sogar. Gut, bei Stronghold verstehe ich, das ist absolut akzeptabel, auch bei anderen Spielen. So. Was ist denn mit Stronghold akzeptabel? Also, dass das ab 12 ist, also, wenn die da von diesen, also, Stronghold habe ich meine Jugend verbracht, würde ich mal behaupten. Also, meine Kindheit, nicht meine Jugend. Gut, GTA müssen wir nicht drüber reden. Geil. Ich habe Need for Speed meine Kindheit verbracht, da gibt's kein Altersfreigabe. Nee, ich habe mit diesen ganzen Dingsen spielen, also, das habe ich früher ziemlich gerne gespielt, also so, Anno. Siedler, Age of Empires, dann wie ist das, Tropico, ich weiß nicht, Tropico, ja, halt immer da was mit so Allianzen, zwar, das fand ich mal richtig geil. Ja. Habe ich halt nie gespielt, irgendwie. Ja, also, ich fand das relativ lustig, vor allem, weil das auch so, weißt du, man hat das angefangen, hat man Pause gemacht, hat dann am nächsten Tag weitergemacht, hat es währenddessen so, ein bisschen so, wenn man so ein bisschen extrem langweilig war, zum Beispiel in der Schule, Gedanken gemacht, was man so kann im Spiel. Ich war immer ziemlich gut im Autofahren. Ja, das sind solche Sachen, die kann ich im echten Leben dann glücklicherweise ein bisschen besser als vom Computer. Ich betätige einfach mal von jedem für zweite Spieler. Ist doch okay, oder? Oh, ich kann hier schon wieder öffnen. Ja, also Autofahren, ich habe immer Autorennen gespielt. Immer, ob Need for Speed oder DTM. Also ich habe glaube ich Need for Speed Underground gespielt. Need for Speed hatte ich vor allem für die Dingsens, habe ich auf der
Need for Speed Most Wanted habe ich, glaube ich, gehabt. Das war auch relativ, das war das, da war die Polizei, das war auch wieder, das hatte ich nur kurz, glaube ich, gespielt. Ja, also ich habe halt viel dieses, halt dieses Strategiezeug gespielt. Relativ extrem sogar, würde ich mal sagen. So schlecht war ich da auch gar nicht mehr drin. Ich habe hab zeitlang wieder vor so einem halben Jahr, letztes Jahr Winterferien, so habe ich wieder auch Ritchie angefangen, als Stronghold zu spielen. Das sind einfach so ein paar Typen, die spielen das ununterbrochen. Also wie Age of Empire oder so. Und gegen die kannst du halt kaum noch gewinnen. Ja, das macht richtig Spaß, weil alle so verschiedene Taktiken haben. Alle haben so ihre perfekte Bauweise und so weiter. Das macht dann schon Spaß. Aber sowas, also es gibt ja, also das sind halt solche Spiele, die so langatmig sind, wo dann so ein Spiel zwei Stunden dauern kann, oder auch wenn man es halt, wenn man irgendeinen Rush macht, sich gegenseitig kaputt bombt, also gegenseitig schon gleich am Anfang angreift, alle Einheiten kaputt macht, möglichst viele Rohstoffe am Anfang schon gleich rauswirft und das Geld einfach nur, damit man nachproduzieren kann, dann kann das Spiel einfach von so 10 Minuten bis zu 2 Stunden dauern. Das fand ich halt immer richtig geil, nicht so wie bei, zum Beispiel jetzt bei LoL, da dauert ein Spiel ungefähr von 20 Minuten bis 40 Minuten, also im Schnitt, da gibt es nicht große Ausnahmen. Ja, das ist halt auch was komplett anderes. Ja, das finde ich halt immer, das war Spiel, verschiedene Spieltypen, das finde ich halt schon ziemlich geil. Also momentan spielen wir, glaube ich, eigentlich fast nur noch LoL. Ja. Also, ich spiele nur noch LoL. Gut, aber ich spiele jetzt nicht so intensiv wie andere Leute. LoL, also ein Freund, also einer von, hat das mal in Klasse hat angefangen, LoL zu spielen. Vor einem Vierteljahr und hat jetzt 900 Wins. Ne, 1000 Wins, er hat 1000 Wins, er hat 1000 Wins. Gut, das sei jetzt mal so hingestellt, wie viel Computerspiel man kann, aber ich glaube, das ist schon ungesund. Vor allem, wenn man dann während der Abitur wieder, wenn man dann die 12 wiederholen muss, also Abitur macht, ich weiß nicht, wie alt unsere Zuschauer sind, weil ich denke mal, die Größe davon wird wesentlich jünger, also wird so ein bisschen jünger sein, jetzt nicht 11, 12, 13 so gerade. Aber das ist halt dann schon reulich, wenn man gerade auf Abiturvorbereitung vorgeht, ne? Mit LoL anfängt, das ist dann schon kritisch, würde ich mal behaupten. Vor allem, weil das so einen extremen Suchtfaktor hat. Gut, haben viele Spiele extreme Suchtfaktor. Ja, aber LoL ist schon extrem. Oh. Ups. Keine Fehler. Ah. Nein. Oder doch? Nein. Hier hoch. Ja, wo sitzt denn, ne? Und für alle Leute, die es interessiert, ist, ihr werdet es, wenn es morgen hochgeladen, wissen. Ich weiß momentan noch nicht. Momentan ist das Referendum in Schottland. Auch richtig spannend. Können wir ein bisschen politisch jetzt auch, das machen wir zum ersten Mal. Ja, ja. Werden, wenn du es ein bisschen mitverfolgt hast, Ritt, Joshua. Eher weniger. Ja, ich verstehe. Da wollen wir einen kleinen, da wollen wir Schottland wieder eigenständig werden. Ah, ja, ja, doch, da habe ich irgendwas gelesen. Vorhin, gestern oder so. Ich find's mutig. Vor allem, weil jetzt die Engländer haben sich die ganze Zeit jetzt nicht so ernst genommen und der Cameron hat's erst, als dann das Referendum, also war ja vor einer Woche, letzte Woche Mittwoch, war also Dienstag, nee, es war Montag. War ja so, dass auf einmal die Tests, die Umfragen von 49 auf 51 gewechselt haben, das heißt 51 waren ja dafür. Dann hat der Cameron auf einmal riesen Angst geschoben, was da jetzt passiert, hat irgendwelche Wirtschaftspakete versprochen, alles mögliche aus Angst, aber das hat jetzt nicht mehr viel geholfen. Also die letzten Umfragen waren ja trotzdem, glaube ich, noch so irgendwie so 52, 48 oder so. Also es wird echt knapp da. Ich finde es richtig spannend. Vor allem, weil Schottland ja an sich ja keine große Wirtschaft hat, beziehungsweise wenig wie im Rest Englands, wofür zumindest Rest Englands bekannt ist, wenig E-Computer und Autoindustrie und sowas. Die haben ja, das Einzige, was die haben, ist ja, also als große Wirtschaftszweig ist halt das Öl, was die haben. Da haben ja auch schon viele vorher behauptet, dass das so ein zweites Dubai wird da oder so, weil der ganze Reichtum des Staates dann daraus beruht. Vor allem wird dann Schottland, wenn Schottland sich abtrennt, auch eine neue Währung benötigen und dann werden die vielleicht ja auch in den Euro eintreten. Das ist ja auch nicht so schlecht. Oh, oh, da kennt sich ja jemand aus. Das ist alles gefährliches Halbwissen mit Haufen jetzt. Ich denke jetzt, ja, keine Ahnung. Da wird nur so ein bisschen verfolgt, ist nicht so intensiv. Fand es nur relativ lustig, wenn Cameron auf einmal so da saß, so, oh, was machen wir denn jetzt? 51,49. Wirtschaft, dann machen wir es wieder Wirtschaft. Tja, so ist es aber. So, ich gehe jetzt gerade weiter. Neue Flagge, neue Währung. Vor allem wird dann die Flagge sich von England auch ändern, von Großbritannien. Da wird die Flagge von Schottland rausfallen.
Okay. Allerdings steht momentan wäre es dabei, also die schottische Regierung möchte allerdings den Pfund behalten. Also, so was ich jetzt letztes gehört habe. Ich finde es halt cool, wenn sie noch einen Euro einsteigen würden, weil das würde dann noch mehr Druck auf England erhöhen, auch auf den Euro, mehr in die EU beizusteuern, in die europäische Gemeinschaft einzutreten. Ich finde das sehr gut, Tim, dass du dich so gut auskennst. Wenigstens einer. Let's roll. Ich muss ja wirklich gestehen, dass ich da nicht so viel Ahnung habe. Ich muss ehrlich gestehen. Ich find's traurig. Also ich mein Profilehrer erwartet das halt von uns, dass wir das jeden Tag machen, weil der ist relativ streng, was sowas angeht. Ja. Yeah. Der hat ja relativ hohe Ansprüche und ist jetzt auch sowas, das ist einfach, das ist so Grundwissen, so ein bisschen was sollte man immer wissen. Ja. Ah ja gut. Zeit ist rum. Wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag wieder in einer weiteren Folge Let's Play Madagaskar. Bis dann. Ciao.